Zuvor in Sherlock Holmes hinter den Kulissen. Fred, hast du Emma gesehen? Wen? Emma. Emma Rattle. Der Name sagt mir leider gar nichts. Unser Mädchen für alles. Die Kleine mit dem roten Lockenkopf. Ach, die. Die ist eben in Richtung Haupteingang gelaufen, aber da ist kein Durchkommen. Die Londoner rennen uns die Bude ein, Tom, nur um mich singen zu hören. Ist das nicht fantastisch? Watson, haben Sie Scotland Yard verständigt, so dass die Ausgänge bewacht werden? Selbstverständlich. Wohin jetzt, Mr. White? Sie wird den Personaleingang an der Bow Street versuchen. Dort könnte sie uns entwischen. Also los. Da vorne ist es. Sie ist nicht hier. Konnte sie etwa schon fliehen? Oh, Officer. Tut mir leid, Sir. Niemand verlässt das Gebäude. Sehr gut. Endlich ist Scotland Yard mal auf Zack. Gibt es noch weitere Möglichkeiten, aus dem Opernhaus zu entwischen? Wenn tatsächlich alle Ausgänge bewacht sind, bleibt nur noch die Feuerleiter im zweiten Rang. Nach oben! Aus dem Weg! Aus dem Weg! Zur Seite! Aus dem Weg! Weg da! Da vorne ist sie! Ich sehe ihren roten Schopf! Emma, bleib stehen! Verdammt, nun ist sie schon fast bei der Tür. Nur noch ein paar Schritte und sie ist entkommen. Hallo, Emma. Miss Adler. Irene, wie? Was? Emma, was tust du da? Miss Rattle, seien Sie vernünftig und kommen Sie von der Balustrade herunter. Dahinter geht es fast 30 Fuß in die Tiefe. Sie müssen mir glauben, Mr. White. Ich wollte das nicht. Wir glauben dir, Emma. Du bist ebenso unschuldig wie ich. Also steig da jetzt herunter. Oder willst du dich unglücklich machen? Ich wusste, dass sie mich verstehen wird, Miss Adler. Ah! Emma! Schnell, nach unten! Emma, du armes Ding. Sie lebt noch. Still! Stille im Saal! Was wollten Sie sagen, Miss Rattle? Rosen! Oh nein. Emma! Emma! Lassen Sie gut sein, White. Sie ist tot. Sie sagte Rosen. Was bedeutet das? Ich erinnere mich, woher ich die Schrift auf dem Umschlag kenne. Mein Rosenkavalier Sebastian Conroy. Es ist seine Handschrift. Tut mir leid, Sir. Niemand verlässt das Gebäude. Ist das so? Anweisung aus der Zentrale. Ich habe eine Ausnahmegenehmigung. Zeigen Sie mal. Erteile hiermit die Erlaubnis. Von wem ist das? Von ganz oben. Sir John Conroy? Wer soll das sein? Sie wissen nicht, wer Sir John Conroy ist? Nein, und jetzt verschwinden Sie wieder nach drinnen. Sagten Sie etwas? Conroy ist der Herr der Bank von England und ein Mann, der mit dem Polizeipräsidenten zu Mittag ist. Wenn Ihnen Ihre Pension lieb ist, lassen Sie mich besser durch. Wer sind Sie überhaupt? Ich bin Mr. Smith. Sehen Sie diese Pfundnote? Wollen Sie etwa andeuten, ich sei bestechlich? Werfen Sie einen Blick auf die Unterschrift. Sir John Conroy, Chief Cashier. Also, ich... Und? Haben Sie Ihre Meinung geändert, Officer? Also gut, verschwinden Sie. Aber ich werde das nachprüfen, Mr. Smith.
Tun Sie das. Irene Adler, Sonderermittlerin der Krone. Tod im Oberhaus. Der Fall um den an der Londoner Oper ermordeten Tenor Giuseppe Frezzolini weitete sich aus. Was zuerst aussah, als hätte ein Kredithai aus Whitechapel ein Exempel an einem säumigen Zahler statuiert, entpuppte sich als perfides Spiel hinter den Kulissen. Inzwischen wussten wir zwar, dass es die Theaterhilfskraft Emma Rattle gewesen war, die die Platzpatronen gegen scharfe Munition vertauscht hatte, mit der Irene Adler Frezzolini niedergestreckt hatte. Doch was Emmas Auftraggeber betraf, und einen solchen gab es zweifellos, da tappten mein kongenialer Freund Sherlock Holmes und ich im Dunkeln. Zumal Emma selbst Opfer eines Verbrechens geworden war. Im Dunkeln tappen? Da muss ich doch entschieden widersprechen, Watson. Ich darf doch sehr bitten, Miss Adler. Alle Spuren wiesen zu Sebastian Conroy, dem Sohn des Chief Cashiers der Bank of England. Der Briefumschlag, den ich in Emmas Wohnung entdeckt hatte... Den Sie und ich gemeinsam entdeckt hatten. Und in dem sich eine große Geldsumme befand, mit der Emma von Conroy bestochen worden war... Eine unbewiesene Vermutung? Mein lieber Watson... Sie machen es meiner Darstellung mit Ihren ständigen Unterbrechungen nicht leichter. Miss Adler, meine Aufgabe als Chronist ist es nicht, Ihr Leben leichter, sondern dessen Schilderung wahrheitsgetreuer zu gestalten. Ich denke, da Sie und Sherlock am Fortgang der Geschehnisse nicht ganz so maßgeblich beteiligt waren wie ich, lassen Sie Ihre Chronistenrolle mal ein Weilchen ruhen und überlassen die Faktentreue mir. Ich werde Ihren Ambitionen sicher nicht im Weg stehen. Sherlock, Dr. Watson und ich suchten also erneut Emmas Unterkunft auf. Der Briefumschlag jedoch, dessen Beschriftung vom selben Autor stammte wie die Grußkarte auf den Rosen, die Conroy mir zur Premiere in die Garderobe hatte schicken lassen, war aus dem Zimmer des Mädchens verschwunden, was die Beweislage erheblich erschwerte. Meine Rede. Watson? Ich war also fest entschlossen, mir Sebastian Conroy vorzuknöpfen. Einerseits erhoffte ich mir eine Schriftprobe, andererseits spekulierte ich auf ein paar unvorsichtige Äußerungen seinerseits, mich selbst betreffend. Äußerungen Sie selbst betreffend, wenn Sie ihm direkt gegenüber sitzen? Ich und doch nicht ich. Ah, die hehre Schauspielkunst. Oh, Mr. Conroy. Entsprachen die Rehmedaillons nicht Ihren Erwartungen? Nehmen Sie den Teller mit, Geoffrey. Ich habe keinen Appetit. Noch ein Glas, Sir? Einen doppelten Glen Turret für Mr. Conroy und für mich bringen Sie ebenfalls einen mit, Geoffrey. Kennen wir uns? Virgil Barker of Battle. Battle? Sie erinnern sich nicht? Ich, Ach doch, natürlich. Wie konnte mir das entfallen? Setzen Sie sich doch, mein Guter. Das ist ja eine gelungene Überraschung. Sie sind auch Mitglied im Whites? Ich hoffe, ich habe Sie nicht überfallen mit dem Glen Turret. Zum Wohl, die Herren. Zum Wohl, Mr. Conroy. Zum Wohl, Mr. Baker. Barker. Virgil Barker of Battle. Geoffrey, bringen Sie gleich noch zwei. Wie geht es Ihrem Vater? Ich hoffe, er ist wohlauf. Danke der Nachfrage, das ist er. Sehr beschäftigt ist er, mein Vater. Oh ja, das war Sir John schon immer. Und diese junge Dame, von der Sie damals so schwärmten, wie hieß sie doch gleich? Ich weiß nicht, wen Sie meinen. Na, diese Schauspielerin. Oder war sie Sängerin? Sie hieß... Iris oder Ira oder so ähnlich.
Irene. Ah, genau, Irene. Was ist aus der geworden? Sie wurde verhaftet. Oh, das ist nicht wahr. Sie hat einen Mann erschossen. In Notwehr, nehme ich an. Nein, auf der Bühne. Vor Publikum? Vor 2000 Zuschauern. Im Covent Garden. Bei der Premiere von Satanella. Das war eine Show. Lesen Sie keine Zeitung? Zum Wohl, die Herren. Auf die Königin. Ich sollte besser nicht so viel trinken, Mr. Baker. Das sollen Sie nicht nur, das müssen Sie sogar. Nicht alle Tage bringt die Buhlschaft einen Tenor um die Ecke. Woher wissen Sie das mit dem Tenor? Ich habe mich nur sagen hören, sie habe einen Mann erschossen. So viele Männer laufen auf einer Opernbühne nicht herum, Sebastian. Ich darf sie doch Sebastian nennen. Aber natürlich, Virgil. Und, was denken Sie nun über Ihre schöne Isabella? Irene, sie heißt Irene. Und sie ist das wunderschönste Luder, das ich kenne. Hm, das hört man beinahe gerne. Und jetzt hat sie bekommen, was ihr zusteht, diese Schlampe. Hm, das schon weniger. Ich hätte sie geheiratet, aber sie wollte ja nicht. Mein Alter hatte schon ganz recht. Abservieren und kalt stellen. Das sagte ihr Vater? Ja, ich wünschte, ich wäre ein bisschen mehr wie er. Haben Sie etwa ein bisschen nachgeholfen auf der Opernbühne im Covent Garden? Was haben Sie gerade gesagt? Ach, nichts für ungut, Sebastian. Kommen Sie, wir nehmen noch einen Absacker. Tut mir leid, ich muss gehen. Ich habe schon viel zu viel Unsinn von mir gegeben. Sebastian Conroy, wo bleibt dein Verstand? Leben Sie wohl, Virgil Baker of Balls. Baker of Balls. Was für ein Trottel. Geoffrey? Ja, Sir? Seien Sie so gut und bringen Sie mir die von Mr. Conroy unterschriebene Quittung. Ich verstehe nicht, Sir. Ich werde die Rechnung übernehmen. Das bin ich meinem Freund schuldig. Aber ich hätte gerne den Originalbeleg. Wir möchten doch nicht, dass dieser versehentlich ebenfalls abgerechnet wird. Selbstverständlich nicht, Sir. Browning ist bereit, Sir John. Geben Sie her und schalten Sie das Höllending ein, das dieser Deutsche letzte Woche gebracht hat. Wollen wir mal sehen, was da herauskommt. Es heißt Grammophon, Vater. Ah, es gibt doch keine angenehmere Zerstreuung als das Tontaubenschießen. Schießt Mr. Killjoy auch, Sir John? Nein, dann verliere ich. Und ich verliere nicht gern. Schon gar nicht gegen meinen Angestellten. Aber du schießt, Sebastian. Muss das sein, Vater? Gott, stinkst du nach Whisky. Musst du dich jetzt schon mittags im Wilds volllaufen lassen? Ich bin eingeladen worden, Vater. Da konnte ich ja wohl schlecht ablehnen. Eingeladen? Von wem? Warum willst du das wissen? Ist das dein Ernst, du Dummkopf? Glaubst du, jemand lädt den Sohn des Chief Cashiers der Bank of England aus reiner Großzügigkeit zum Saufen ein? Was wollte der Kerl von dir? Gar nichts. Er war einfach ein Bekannter von früher. Virgil Baker oder Barker of irgendwas oder so ähnlich. Barker of Battle etwa? Der ist Lord im Oberhaus, aber er heißt nicht Virgil mit Vorname. Wie sah er aus? Vater, ich bitte dich, kann ich nicht einmal ein Glas im Club trinken, ohne dass du gleich eine Weltverschwörung witterst? Obwohl mir seine Fragen schon ein bisschen eigenartig dünkten. Fragen wonach? Nur rück doch endlich mit der Sprache raus, Junge. Er war interessiert an Irene. Was? Und was hast du ihm geantwortet, diesem Virgil Barker? Nichts. Ich hab ihm gar nichts erzählt, wirklich. Kein Wort, nicht das kleinste bisschen. Ja, das will ich hoffen, Junge. Wer immer dich da auszuhorchen versucht hat, war ganz sicher kein Bekannter von früher. Und schalten Sie diese furchtbare Maschine wieder aus, Winston. Der Lärm ist ja unerträglich.
Vater, können wir diese ganze Sache mit Miss Adler nicht einfach begraben? Willst du mich beleidigen? Nein, Vater, ich... Erst verfällst du diesem Flittchen von der Oper. Ein Conroy und eine Schauspielerin, so ziemlich der niedrigste Berufsstand im gesamten zivilisierten Empire. Und dann, du Idiot, lässt du dich von ihr auch noch abservieren wie einen stotternden, pickligen Jungen. Ich sage dir eins. Einen Conroy weist man nicht ab. Ja. Aua! Das war für deine Frechheit. Einen Conroy weist man nicht ab, sehr richtig. Diese Miss Adler wird für ihre Unverfrorenheit bezahlen. Die wird nie wieder in ihrem Leben eine Opernbühne betreten. Nicht in London und nirgend anderswo auf der Welt. Dafür sorge ich. Ich finde bestimmt eine andere Ehefrau. Eine bessere. Natürlich wirst du das. Oder glaubst du tatsächlich, ich hätte dich dieses Stück Dreck heiraten lassen? Vater, bitte. Das Thema ist beendet. Mr. Killjoy, haben Sie erledigt, worum ich Sie gebeten habe? Sehr gut. Sebastian, zähle das Geld nach. Legen Sie eine neue Wurfscheibe auf, Winston. Verdammt, daneben. Oh, ich hasse es zu verlieren. Danke, Inspektor McMullen, dass Sie mich zur Leichenschau eingeladen haben. Ich habe Sie nicht eingeladen, Holmes. Mein Vorgesetzter hat mich dazu genötigt. Wo doch die Umstände so speziell sind. Ich selbst halte das allerdings für reine Zeitverschwendung. Wie dem auch sei. Wo ist das Opfer? Kommen Sie, hier hinten. Oh, das kommt überraschend. Sie kennen Lord Augustus Blackfield? Ein prominentes Mitglied des Oberhauses. Selbstverständlich. Warum hat man mir das in der Depesche nicht mitgeteilt? Der Yard will bei einem derart prominenten Opfer keine unnötige Publizität. Man weiß ja nie, wer diese Depeschen liest. Wann und wo wurde Blackfield getötet? Seine Tochter hat ihn heute Morgen im Garten seines Anwesens in Piccadilly gefunden. Der Leichnam war bereits erkaltet. Diese tiefe Wunde am Kopf war die Todesursache? So berichtet es der Arzt. Was hat sie verursacht? Sieht fast aus wie eine Schussverletzung. Es handelt sich um eine Stahlkugel von etwa einem halben Inch Durchmesser. Mit aufgerauter, möglicherweise gezackter Oberfläche. Ein Geschoss aus einer Kreuzbergschleuder? Unsere Spezialisten bezeichnen die Waffe als Catchy. Jetzt verstehe ich auch, warum Sie mich hinzugerufen haben. Dieselbe Tatwaffe wie beim Mord an Emma Rattle. Und beim Angriff auf Miss Adler. Miss Adler wurde mit einer Schleuder attackiert? Das tut ihr nichts zur Sache. Und der Tatablauf? Der Winkel, in dem das Geschoss aufprallte, lässt vermuten, dass der Täter in der Nacht auf die alte Eiche auf dem Grundstück kletterte. Er verbarg sich im Geäst, bis Blackfield seinen Morgentee auf der Terrasse einnahm und dann schlug er zu. Hat jemand den Täter gesehen? Gibt es Zeugen für die Tat? Leider nein. Das Motiv? Es ist nichts im Haus oder an Lord Blackfield selbst entwendet worden. Raubmord schließen wir also aus. Ein politischer Auftragsmord möglicherweise? Auftragsmord ja, politisch wohl eher nicht. Blackfields Sohn hat Geldsorgen. Er und seine Schwester erben Blackfields Vermögen. Wir verhören beide seit dem Morgen. Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis einer von beiden gesteht. Warum haben Sie mich überhaupt kommen lassen, wo Sie doch so sicher sind, dass es sich um eine Familienangelegenheit handelt? Wie gesagt, Holmes, es war nicht meine Idee, Sie einzubeziehen. Ich halte unsere Zusammenkunft hier für völlige Zeitverschwendung. Mein Vorgesetzter sieht das leider anders. Dann wird es Sie ganz bestimmt freuen, dass ich Ihre Meinung ganz und gar nicht teile, was das Thema Zeitverschwendung betrifft. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, Inspektor McMullen. Und viel Erfolg bei Ihrem
Verhör. Glauben Sie mir, Holmes, noch vor dem Dinner habe ich mindestens ein Geständnis auf meinem Schreibtisch. Nun, Mycroft, ich hätte nicht erwartet, dich so bald wieder in der Baker Street zu begrüßen. Die Umstände machen es erforderlich, Sherlock. Die Umstände. Sie kommen direkt vom Leichenschauhaus? Das riecht man doch, Miss Adler. Meine Erfahrungen mit Leichenschauhäusern sind überschaubar. Das wird sich bald ändern, meine Liebe, befürchte ich. Ach ja? Du sagtest, McMullen geht von einem Mord aus Habgier aus? So ist es. Aber das halte ich für ausgemachten Unsinn. Es passt zu McMullens geradlinigem Geist, dass er die naheliegendste Option wählt. Die Umstände der Tat lassen auf einen Auftragsmord schließen. Das ist unbestritten. Aber wer ist der Auftraggeber? Und was ist das Motiv? Beginnen wir mit dem Motiv. Eine mögliche Erbschaft kann natürlich nicht völlig ausgeschlossen werden. Da dünkt mir die Wahl der Tatwaffe als allzu große Koinzidenz. Abgesehen davon müsste den Nutznießern doch daran liegen, die Sache nicht wie ein Mord aussehen zu lassen. Ein Treppensturz, warum nicht? Gift, ganz bestimmt. Aber ein Geschoss aus einer Schleuder? Die gleiche Waffe, wie sie beim Mord an Emma benutzt wurde? Nein, das ist ganz sicher kein Zufall. Sie denken, hinter all dem steckt Conroy? Unzweifelhaft. Aber welche Verbindung besteht zwischen Sir John und Lord Blackfield? Das kann ich dir sagen, meine Liebe. Augustus Blackfield war Wortführer einer Fraktion im Oberhaus, die sich für die Verstaatlichung der Bank of England ausspricht. Eine Idee, die nicht jedem im allmächtigen britischen Finanzsystem gefällt. Sir John Conroy zumindest missfällt sie ganz sicher. Als Chief Cashier und Teilhaber liegt es kaum in seinem Interesse, die Bank der Krone zu überlassen. Und da haben wir auch schon unser Motiv. Nun, das ist schön. Aber was nützt uns dieses Wissen? An Sir John kommen wir nicht heran. Finden wir den gedungenen Mörder, können wir dessen Spur möglicherweise zu Conroy zurückverfolgen. Und wie wollen Sie das anstellen, Miss Adler? Das weiß ich noch nicht, Dr. Watson. Aber ich bin sicher, mir fällt etwas ein. Mist. Weiß aber nicht, ob der Junge da ist. Danke. Ist noch etwas? Oh, Entschuldigung. Hier, das ist für Sie. Naja. Ja? Sind Sie Tom Rattle? Emmas Bruder? Wer will das wissen? Mein Name ist Irene Adler. Ich kannte Ihre Schwester. Darf ich hereinkommen, Tom? Ist nicht aufgeräumt hier drin. Ach, das macht nichts. Na gut, kommen Sie. Ich kann Ihnen leider keinen Stuhl anbieten. Hier passt keiner rein. Das macht nichts, Tom. Das ist doch ein sehr schönes Zimmer. Nächste Woche muss ich raus. Emma hat nur bis Sonntag bezahlt. Und dann? Wo wirst du hingehen? Nach Brighton. Ich habe da einen Cousin, bei dem ich unterkommen kann. Tom, zuerst einmal mein herzliches Beileid zum Tod deiner Schwester. Sie sagten, Sie kannten Emma. Waren Sie ihre Freundin? Nein. Wir waren wohl eher so etwas wie Arbeitskollegen. Ich mochte Emma sehr. Sie war ein fröhliches Mädchen. Jetzt ist sie tot. Ja. Das tut mir so unendlich leid, Tom. Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Über Emma? Ja, auch. Ich versuche herauszufinden, wer etwas mit ihrem Tode zu tun hat. Klar, aber ich weiß bestimmt nichts, was Ihnen weiterhelfen kann. Das wird sich noch weisen. Zuerst einmal,
War seit Emmas Tod außer dir jemand in diesem Zimmer? Die Hauswirtin. Ach ja? Und was hatte die hier zu suchen? Gar nichts. Sie hat mir nur gesagt, dass ich raus muss und dass ich mir nehmen soll, was ich brauche, weil sie Emmas Sachen rauswerfen wird. Und das war der einzige Besuch? Nicht direkt. Da war noch jemand. Aber ich sollte eigentlich nicht drüber reden. Warum nicht? Weil... Du kannst es mir anvertrauen. Ich werde niemandem etwas verraten. Also, ich hätte da ein Mädchen aufs Zimmer nehmen wollen. Das ist aber verboten, darum dürfen sie es wirklich keinem sagen. Als ich mit ihr heimlich die Treppe hoch bin und hier gerade in den Gang schaue, da kommt ein Typ aus Emmas Zimmer, den hatte ich aber noch nie zuvor gesehen. Sehr gut, Tom. Und was wollte der wohl? Das Mädchen und ich, wir haben uns versteckt. Da sehe ich, wie er die Tür schließt und ein Päckchen einsteckt. Ein Päckchen? Oder ein Umschlag? Ja genau, ein Briefumschlag, dick gefüllt. Der war mir völlig unbekannt. Also doch. Und wie sah der Kerl aus, Tom? Der war riesig. Hatte einen kahlen Kopf und darauf eine Melone. Und einen Schnauzbart, schwarz gewichst. Ein Kreuz wie eine Eisenbahnschwelle und Hände wie Kohlenschaufeln. Der war bestimmt Ringkämpfer. Hast du gesehen, wohin der Mann gegangen ist? Nee, tut mir leid. Ich hatte ja das Mädchen dabei, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich verstehe durchaus, was du meinst. Na gut, wie kommst du nächste Woche nach Brighton, Tom? Keine Ahnung. Ich habe ja keinen Penny. Muss mir wohl irgendeine Tagelöhnerarbeit suchen. Kohlen schleppen oder so. Hier. Das sollte für die Fahrkarte reichen. Das ist sehr großzügig von Ihnen, Ma'am. Sind Sie sicher, dass Sie keine Freundin von Emma waren? Wenn ich eine wahre Freundin gewesen wäre, Tom, dann wäre deine Schwester noch am Leben. Mycroft, endlich. Wir dachten schon, du kommst überhaupt nicht mehr. Nicht wahr, Watson? Hatten Sie Probleme, eine Droschke zu bekommen? Tut mir leid, aber mein Begleiter und ich hatten etwas Mühe, uns am Trafalgar Square zu finden, wo wir verabredet waren. Möchten Sie uns Ihre Gesellschaft nicht vorstellen? Selbstverständlich. Sherlock, Dr. Watson, das ist Virgil Barker, ein Anwalt aus Temple. Virgil? Das hier sind mein ebenso cleverer wie anstrengender Bruder Sherlock und sein Partner und Chronist Dr. John Watson. Freut mich sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen. Gleichfalls. Kenne ich Sie von irgendwoher? Wenn Sie nicht gerade ein Gerichtsverfahren am Hals haben, wohl kaum. Ich wohne Gerichtsverfahren zumeist als Beobachter bei. Aber Sie habe ich am Old Bailey noch nie gesehen. Oh, die Perücke und der Talar. Sie wissen ja, wie das ist. Verändert ein Mensch sich äußerlich nur ein wenig, erkennt man ihn außerhalb des gewohnten Umfelds kaum noch. Setzen wir uns doch, Virgil. Und lasst uns endlich zur Sache kommen. Ah, unser Bier. Ich habe vorsorglich für euch mitbestellt. Ein Bier im Reformclub. Das war längst überfällig. Nun denn, ich denke, wir können konstatieren, dass derart viele Spuren auf Conroy hinweisen, dass wir uns auf diese Ermittlungsrichtung konzentrieren. Miss Adler hat herausgefunden, dass der Umschlag aus Emmas Zimmer von einem Mann gestohlen wurde, der Sir John Conroys Leibwächter verdächtig ähnlich sieht. Sollte Irene bei dieser Unterredung nicht anwesend sein? Keine Sorge, Mr. Holmes. Sie wird über alles in Kenntnis gesetzt werden. Dafür sorgen Sie? So ist es, Bruderherz. Nun habe ich einen Vorschlag für das weitere Vorgehen. Ich bin ganz Ohr. Von außen kommen wir an Sir John nicht heran. Er ist zu clever, um einen Fehler zu begehen.
Dasselbe gilt für seinen Bodyguard, wenn der Mann nur halb so skrupellos ist, wie er aussieht. Sie planen, Sir Johns persönliches Umfeld zu infiltrieren? Genau das. Ein Maulwurf in Sir Johns Haushalt, der seine Gespräche belauscht und seine illegalen Aktivitäten bezeugt? Interessante Idee. Sind Sie deshalb zu unserer illustren Runde gestoßen, Mr. Barker? Ja und nein. Ich verstehe nicht. Wer unter uns könnte die Rolle eines Maulwurfs übernehmen? Ich scheide aus, da Sir John oder seine Hausangestellten mich aufgrund meiner Prominenz in London kennen werden. Mich kennt Sir John bereits. Ich bin als Undercover-Agent völlig ungeeignet. Mir geht das schauspielerische Talent ab. Womit wir beim Thema wären. Schauspielerisches Talent. Miss Adler ist Schauspielerin. Sie wäre die ideale Besetzung. Außerdem wird es für sie als Frau leichter, eine Anstellung in Sir Johns Haushalt zu erhalten. Mit ein bisschen Schützenhilfe von uns. Ich votiere entschieden dagegen. Ach ja? Aus welchem Grund? Weil es für eine Frau viel zu gefährlich ist. Für eine Frau? Was für eine Art Aussage soll das denn sein? Wenn die Sache aufliegt und Irene enttarnt wird, zeigt Sir John keine Skrupel. Er oder sein Bodyguard werden sie töten und verschwinden lassen. Und das kann ich nicht verantworten. Und bei einem Mann können Sie das, Mr. Holmes? Sagen Sie mal, Mr. Barker, sind Sie etwa ein Vertreter der Frauenrechte? Moment, meine Herren. Ich denke, die Wahrscheinlichkeit einer Enttarnung ist sehr überschaubar. Das Risiko daher begrenzt. Woher willst du das so genau wissen? Weil Miss Adler meines Erachtens in der Lage ist, sich derart perfekt zu verstellen, dass niemand auch nur den Hauch eines Verdachts schöpfen wird. Das wäre noch zu beweisen. Ach ja. Ich wette, du würdest Irene nicht erkennen, wenn sie verkleidet dir gegenüber säße. Die Wette nehme ich an. Ein Schilling? Wette angenommen. Und ich bekomme einen Schilling von dir, mein Lieber. Wie bitte? Du bist ein Dummkopf, Sherlock. Das war doch völlig durchschaubar. Irene! Irene, du darfst hier nicht sein. Reformclub hin oder her. Glaubst du immer noch, es ist zu gefährlich für mich als schwache Frau, Sir John, auszuhorchen? Du hast mich an der Nase herumgeführt. An meiner Haltung, dich nicht in Gefahr bringen zu dürfen, ändert das jedoch nichts. Man muss wissen, wann man geschlagen ist, Holmes. Ich bin geschlagen? Nur die Schlacht, Holmes. Nur die Schlacht. Der Krieg ist noch nicht entschieden. Watson? Ach, erzählen Sie nur, Miss Adler. Wie sagten Sie so schön? Ich soll die Chronistenrolle eine Weile ruhen lassen. Also schön. Unser guter Dr. Watson... Hört, hört. Unser guter Dr. Watson also war für den ersten Teil unseres Plans zuständig. Mit einem Pülverchen aus seinem Arztkoffer setzte er Sir Johns Köchin, Mrs. Padmore, für ein paar Tage außer Gefecht, sodass Conroy gezwungen war, übergangsweise eine neue Köchin zu beschäftigen. Hier kam ich ins Spiel. Ja, bitte? Ich bin, Mrs. Padmores Cousine, Lizzie. Lizzie Owen. Ja, und? Hat Mrs. Padmore mein Kommen nicht angekündigt? Nicht, dass ich wüsste. Worum geht es denn? Ich soll aushelfen, bis Mrs. Padmore wieder auf den Beinen ist. Hat Mr. Conroy Sie nicht informiert? Davon wurde ich nicht in Kenntnis gesetzt. Darf ich hereinkommen? Ich muss das erst mit Sir John besprechen. Er selbst hat das veranlasst. Meinen Sie nicht, er hat Wichtigeres zu tun, als Ihnen die Gründe für seine Entscheidung darzulegen? Na gut, kommen Sie. Wo haben Sie gelernt? Am Battersea College für Hauswirtschaft.
Ich stand in früheren Jahren in Diensten des jüngeren Bruders des Duke of Somerset. Der Duke of Somerset? Aber dann musste ich meine kranke Mutter pflegen, bis sie vor 8 Wochen starb. Wie sieht es mit Ihren Kenntnissen um Schonkost aus? Sir John muss eine strenge Diät einhalten, seines Blutdrucks wegen. Schonkost ist meine Spezialität. Ist sie das? Eines Tages werde ich noch einen Herzinfarkt erleiden, so wie Sie sich immer von hinten anschleichen, Mr. Killjoy. Wer ist das? Mr. Killjoy, Sir Johns persönlicher Assistent. Miss Lizzie Owen, sie wird für ein paar Tage bei uns als Köchin aushelfen, bis Mrs. Padmore sich von ihrer Krankheit wieder erholt hat. Das ging ja überraschend schnell. Hat sich Mrs. Padmore nicht erst heute Morgen krank gemeldet? Ich bin Paddys Cousine. Sie bat mich, für sie einzuspringen. Ich helfe gern. Sie sehen sich gar nicht ähnlich, Mrs. Padmore und Sie. Unsere Mütter sind nur Halbgeschwister. Halbgeschwister? So, so. Sind Sie fertig mit Ihrer Befragung, Mr. Killjoy? Das Mittagessen muss dringend zubereitet werden und ich werde Miss Owen noch in der Küche einweisen müssen. Ich behalte Sie im Auge, Miss Owen. Tun Sie das, Mr. Killjoy. Gemacht. Ich bin nicht Irene. Ich bin Lizzie Owen. Wie auch immer, herein mit dir. Mr. Holmes! Kennen wir uns? Wieso erkennt er mich nicht und du durchschaust mich in erster Sekunde, Cora? Vielleicht, weil ich eine Frau bin? Was geht hier vor? Kann mich mal jemand aufklären? Erkennen Sie Ihre Mitarbeiterin nicht mehr? Irene? Solange wir die Männerwelt an der Nase herumführen können, ist das Empire nicht ganz verloren. Ich bin beeindruckt. Obwohl ich ja eigentlich um Ihre Qualitäten weiß. Ah, der letzte Teilnehmer unserer kleinen Zusammenkunft trifft ein. Mr. Wu! Sie bei bester Gesundheit zu sehen, mein Herz erfreut, Miss Adler. Lasst uns beginnen. Eigentlich müsste ich Einkäufe auf dem Wochenmarkt erledigen. Ich muss in einer Stunde zurück in Sir Conroys Haushalt sein. Warum trefft ihr euch ausgerechnet hier bei mir? Mr. Killjoy folgt mir auf Schritt und Tritt. Ich konnte ihn zwar abschütteln, will aber vermeiden, dass er mir in der Baker Street oder sonst wo auflauert und mich mit einem von euch sieht. Ich glaube, hier erregt eine Zusammenkunft am wenigsten Aufsehen. Und mit Maddie haben wir eine ausgezeichnete Türsteherin. Was haben Sie bereits herausfinden können? Zunächst, Mr. Killjoy war mit Bestimmtheit derjenige, der den Umschlag aus Emma Rattles Zimmer entwendet hat. Er entspricht Toms Beschreibung exakt, jetzt wo ich ihn selbst in Augenschein nehmen konnte. Halten Sie ihn auch für den Mörder von Emma und Blackfield und für denjenigen, der sie in Newgate bedrohte? Das kann ich nicht mit Sicherheit sagen, Holmes. Eine Schleuder habe ich bislang nicht an ihm bemerkt. Und in Newgate war es schlicht zu dunkel und zu chaotisch, um etwas zu erkennen. Bedauerlich. Aber ich konnte eine zweite wichtige Information erlangen. Am Tag vor seinem Tod war Lord Blackfield bei Conroy zu Besuch. Heimlich. Leider konnte ich nicht den Grund des Besuchs in Erfahrung bringen. Moment mal. Blackfield? Lord Augustus Blackfield? Du kennst ihn? Warte einen Moment. Maddie? Cora? Komm rein. Schließ die Tür. Setz dich. Habe ich was falsch gemacht? Nein, Liebes. Alles in Ordnung. Es geht um Orgy. Orgy? Orgy ist süß. Der will meistens nur reden. Zahlt aber gut. Es gibt keinen größeren Köder als das Verlangen. Sagt wer? Sagt Lao Tse. Cleveres Kerlchen. Ein Freund von Ihnen? Kann man sagen. 2000 Jahre Freundschaft.
Was hat Orgie erzählt bei seinem letzten Besuch, Maddie? Über Politik und so. Ist das nicht geheim? Diskussion und so? Es heißt Diskretion, nicht Diskussion, Liebes. Und ich entbinde dich von deiner Schweigepflicht. Also, was hat Orgie dir in dein hübsches Ohr geflüstert? Oh, so einiges. Dass man ihn bestechen wollte. Es hatte was mit einer Bank zu tun. Aber er ist standhaft geblieben, mein guter Orgie. Standhaft? Naja, nicht im Schlafzimmer. Aber er hat sich nicht kaufen lassen. Hat er Namen genannt? Wer ihn bestechen wollte? Die Bank. Die Bank wollte ihn bestechen. Die Bank also? Ist sonst etwas Außergewöhnliches vorgefallen? Nein, Sir. Danke, Maddie. Du kannst gehen. Conroy hat versucht, Blackfield zu bestechen, gegen die Verstaatlichung der Bank of England zu stimmen. Und als dieser sich weigerte, ließ Sir John ihn aus dem Weg räumen. Klingt schlüssig, können wir aber nicht beweisen. Sehen Sie sich in der Lage, heimlich Unterredungen von Conroy und seinen Helfershelfern mitzuhören? Eine glaubwürdige Zeugin vor Gericht könnte Conroy zu Fall bringen. Leider nicht. Man hält mich von Conroys Büro und von der Bibliothek, in der die meisten Gespräche stattfinden, fern. Man müsste Conroys Unterredungen aufzeichnen und später wiedergeben können, ohne menschliches Zutun. Gerät zur technischen Aufzeichnung von Stimmen gibt es. Wird benutzt für Musik. Wachsrolle speichert Worte und Instrumente. Später abspielen. Ich habe davon gehört. Das sogenannte Grammophon. Ein Deutscher hat es erfunden. Grammophon? Conroy besitzt eines. Er spielt damit Opernmusik ab. Er kann es aber nicht besonders leiden. Vermutlich eignet es sich aber nur zum Abspielen, nicht zum Aufnehmen. Schade. Die Idee hätte etwas gehabt. Falls Conroy wirklich Grammophon hat, kann man Gerät modifizieren, so dass Aufnahme statt Abspielen. Tatsächlich? Aber dazu müsste man erst einmal herankommen. Wie soll das funktionieren, ohne dass Sir Conroy oder seine Angestellten etwas bemerken? Lassen Sie das meine Sorge sein. Ich werde eine passende Gelegenheit abwarten. Können Sie diese Modifikation vornehmen, Mr. Wu? Leichteste Übung, Miss Adler. Dann halten Sie sich bereit, mein Lieber. Warum hat die Tür plötzlich zwei Schlüssellöcher? Komm schon, du garstiges Ding, geh endlich rein! Ach, verdammt! Wo ist der Schlüssel? Es ist so dunkel. Ach, sei es drum. Winston! Mr. Conroy, machen Sie doch nicht so einen Krach. Sie wecken ja die ganze Nachbarschaft. Lizzie, ach du gute Lizzie, du erbarmst dich, mein... Gott, ist er betrunken. Kommen Sie, Mr. Conroy, ich helfe Ihnen hoch. Ich bringe Sie jetzt zu Bett. Alleine schaffen Sie das ohnehin nicht mehr, wie es scheint. Lizzie, an irgendwie erinnerst du mich. Oh, da bin ich mir sicher, Mr. Conroy. Du bist wunderschön, Lizzie. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Ach, Mr. Conroy, jetzt werden Sie aber richtig ungezogen. Hast du einen Freund, Lizzie Owen? Wo denken Sie hin, Mr. Conroy? Ich bin ein ehrbares Mädchen. Ach, ehrbare Mädchen sind langweilig. Du musst mal was Ungezogenes machen, Lizzie. Das macht Spaß. Glaub mir, ich hab da so meine Erfahrung. Ach, Mr. Conroy, Sie sind ja ein
ganz schlimmer. Ein Schlummertrunk? Nur wir zwei? Ich glaube, das wäre Ihrem Vater gar nicht recht, Mr. Conroy. Ach, scheiß auf den alten Knacker. Der und seine Geldsäcke haben den Spaß doch schon lange verlernt. Komm, Lizzie, einen winzigen Schluck. Du und ich, hm? Dann gehe ich auch ganz brav zu Bett. Vielleicht. Also gut. In der Bibliothek. Da entdeckt uns niemand. Hm? Niemand darf die Bibliothek ohne meinen Vater aufsuchen. Haben Sie etwa Angst? Angst? Ich? Oh, im Dunkeln ist es ein bisschen unheimlich hier. Musst keine Angst haben, kleine Lizzie. Ich beschütze dich. Komm nur ganz nah zu mir. Wollen Sie nicht ein bisschen Musik spielen? Musik? Du meinst auf der Violine? Nein, auf dem neuen Grammophon Ihres Vaters. Aber damit wächst du doch das ganze Haus. Sonst komme ich nicht in Stimmung. In Stimmung? Außerdem ist die Bibliothek schalldicht. Wenn meine kleine hübsche Lizzie Musik will, dann bekommt sie auch Musik. Darf ich zusehen, wie Sie es einschalten? Dieses Gerät fasziniert mich. Hatte das Ding schon immer zwei Arme? Welcher ist nur der richtige? Sieh her, Lizzie. Man löst den Tonabnehmer aus der Arretierung und... Oh! Oh! Ah, oh mein Gott! Was hast du... Was haben Sie getan, Mr. Conroy? Was habe ich... ich? Sie haben das Grammophon kaputt gemacht. Es ist runtergefallen, von ganz alleine. Nein, Sie haben es heruntergestoßen. Das war keine Absicht. Natürlich war es das nicht. Es war ein Versehen. Aber nun ist es zerstört. Oh, mein Vater bringt mich um. Das tut er bestimmt nicht. Sie wissen nicht, wozu er fähig ist. Als ich ein Kind war, habe ich versehentlich einen Füllfederhalter zerbrochen. Er hat mich eine Woche im Keller eingesperrt, bei Wasser und Brot. Das ist ja furchtbar. Wir müssen fliehen, Lizzie. Du und ich. Ist das nicht romantisch? Wir packen unsere 7 Sachen und tauchen unter. Mr. Conroy! Komm, Lizzie, die Zeit eilt. Sebastian! Schließ die Tür. Nichts von alledem tun wir. Ich... Ja... Aber was sollen wir denn nur tun? Wir sind verloren. Ich sage dir, was wir unternehmen. Ich habe einen guten Freund, der ist Reparateur. Er ist in der Lage, jedwedes technische Gerät zum Funktionieren zu bringen. Den lasse ich jetzt kommen. Wir lassen ihn durch den Dienstboteneingang kommen. Er wird das Grammophon noch in dieser Nacht wieder funktionsfähig machen. Niemand wird etwas mitbekommen, auch nicht dein Vater. Morgen ist alles in bester Ordnung. Ich... Das würdest du für mich tun? Wenn du mir versprichst, niemandem ein Wort davon zu verraten. Oh, Lizzie, ich verspreche dir alles, was du verlangst. Wenn du nur diesen Fluch von mir nimmst... Dann sei es so. Darf ich dich küssen? Ganz bestimmt nicht. Setz dich. Wir warten. Wer ist das? Mein Freund, der Reparateur. Jetzt schon? Aber wir haben doch gerade erst... Ach, was redest du, Sebastian? Wir warten doch schon seit einer halben Stunde. Ich glaube, der Whisky hat dein Zeitgefühl völlig durcheinander gebracht. Herein. Sir John, Besuch für Sie. Guten Morgen, Sir John. Ah, Mr. Holmes, Sie hier? Ich bin zugegebenermaßen überrascht. Nehmen Sie Platz. Danke, Winston, Sie können gehen.
Was verschafft mir die Ehre Ihres Besuchs, Mr. Holmes? Sie hatten mir bei Ihrem letzten Besuch Unterstützung angeboten, Sir John. Die Sie ausgeschlagen haben. Sie werden verstehen. Ich musste Miss Adlers Wunsch nach Anonymität respektieren. Das verstehe ich. Sie und ich, wir sind Männer von Ehre, nicht wahr? Wo Sie doch die Ehre Ihrer Mutter ins Spiel brachten. Nun, ich habe beschlossen, meine Haltung diesbezüglich zu korrigieren. Die Ehre Ihrer Mutter betreffend? Meine Zusage an Miss Adler betreffend. Und ich kann nicht mehr für die Sicherheit meines Schützlings garantieren. Ein weiteres Versprechen, das ich jemandem gab. Und ich hasse es, Versprechen zu brechen. Ist etwas vorgefallen? Jemand trachtet Miss Adler nach dem Leben. Ich muss annehmen, jemand aus dem engsten Kreis meiner Vertrauten steht mit der Gegenseite im Pakt. Nein. Doch. Wer ist diese ominöse Gegenseite? Das weiß ich nicht mit Bestimmtheit. Eine geheimnisvolle Macht zieht hinter den Kulissen die Fäden. Ich kann niemandem mehr trauen. Das ist ja furchtbar. Da dachte ich an Sie. Besser gesagt, an Ihr Angebot. Eine sehr gute Entscheidung, Mr. Holmes. Wie kann ich behilflich sein? Jemand muss Miss Adler beschützen. Ihr auf Schritt und Tritt folgen wie ein Schatten und sie vor Unbill bewahren. Jemand, der außerhalb meines gewohnten Personenkreises steht. Wie gesagt, ich vertraue niemandem mehr. Selbstverständlich, Mr. Holmes. Ich verfüge über hochqualifiziertes Personal für diese Art Aufgaben. Doch dazu muss ich den Aufenthaltsort von Miss Adler kennen. Sie residiert im Clarendon Hotel an der Ecke Bond und Albemarle Street. Im Clarendon? Aber residiert sie dort nicht immer, wenn sie in London gastiert? Sie ist dort unter falschem Namen einquartiert. Inkognito quasi. Das ist außergewöhnlich clever, Mr. Holmes. Niemand würde Miss Adler dort vermuten, wo sie üblicherweise als Schauspielerin sowieso absteigt. Ich wusste, dass ich auf Sie zählen kann. Uneingeschränkt, Mr. Holmes. Uneingeschränkt. Winston? Sir? Begleiten Sie Mr. Holmes hinaus. Auf Wiedersehen, Sir John. Leben Sie wohl, Mr. Holmes. Na, was ist? Kommt endlich raus aus eurem Versteck. Und? Dieser Mycroft Holmes ist ja noch dümmer als Scotland Yard erlaubt. Herrgott, warum hast du mich mit einem solchen Trottel beschert? Eine Falle, Sir. Natürlich, eine Falle. Holmes ist so dumm, dass er nicht merkt, dass wir merken, dass... Halt einfach den Mund, Junge. Holmes will uns in eine Falle locken. Dann gehen wir in die Falle, aber anders als du glaubst, du Schmierenkomödiant. Soll ich sie erledigen, Sir? Mit Blackfield und diesem Theatermädchen haben sie schon genug erledigt, Killjoy. Nein, sie lenken Holmes und seine Amateurtruppe ab. Mein Sohn wird den Auftrag ausführen. Ein Auftrag? Wie lautet er? Kommst du nicht selbst drauf? Ich soll Irene... töten? Nein, du Trottel. Du sollst sie nicht töten, du sollst ihr Gesicht entstellen. Bis zur Unkenntlichkeit. Geben Sie meinem Sohn das Messer, Killjoy. Mit einem Rasiermesser? Gibt es ein Problem? Nein, das wird nur ziemlich blutig. Das soll es ja auch, mein Junge. Doch diesmal wird es kein Theaterblut sein. Und jetzt raus mit dir! Haben Sie ein Auge auf meinen Sohn, Killjoy? Man kann ihn nicht eine Minute allein lassen. Sehr wohl, Sir. Mr. Winston? Mr. Conroy? Sir John?
Niemand zu Hause? Sehr gut. Mal sehen, ob die Aufzeichnung funktioniert hat. Das halt einfach den Mund, Junge. Holmes will uns in eine Falle locken. Dann gehen wir in die Falle. Aber anders als du glaubst, du Schmierenkomödiant. Soll ich sie erledigen, Sir? Mit Blackfield und diesem Theatermädchen haben sie schon genug erledigt, Killjoy. Nein, sie lenken Holmes und seine Amateurtruppe ab. Mein Sohn wird den Auftrag ausführen. Ein Auftrag? Wie lautet er? Kommst du nicht selbst drauf? Ich soll Irene töten? Nein, du Trottel. Du sollst sie nicht töten, du sollst ihr Gesicht entstellen. Bis zur Unkenntlichkeit. Geben Sie meinem Sohn das Messer, Killjoy. Das wird Ihnen das Genick brechen, Sir John. Wird es das? Oh, Sie sind ja doch da, Mr. Killjoy. Für wen arbeiten Sie, Miss Owen? Für den Dienstherrn, Mr. Killjoy. Lassen Sie mal hören. Nein, du Trottel. Du sollst sie nicht töten, du sollst ihr Gesicht entstellen. Bis zur Unkenntlichkeit. Geben Sie meinem Sohn das Messer, Killjoy. Clever. Sehr clever, Miss Owen. Wer ist Ihr Auftraggeber? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich habe nur in der Bibliothek sauber gemacht. Dabei ist wohl versehentlich das Gerät angesprungen. Ja. Komm her, Mädchen. Mach es mir nicht schwerer als nötig. War das schon alles, Glatzkopf? Nicht schlecht, Mädchen. Wo hast du das gelernt? Auf der Straße in Whitechapel? Beleidigen lassen muss ich mich ja wohl nicht. Wer hat Ihnen eigentlich diesen albernen Namen verpasst, Mr. Killjoy? Ist das ein Künstlername? So ist es, Mädchen. In allen Boxarenen des Commonwealth gefürchtet. Muss wohl vor meiner Geburt gewesen sein, Opa. Glaub mir, wenn man einen rechten Haken steckt, immer noch dann. Ja! Was für ein zähes Luder. Aber am Schluss müssen sie sich alle geschlagen geben. Männlein wie Weiblein. Conroy? Conroy! Conroy! Was ist denn? Ich warte draußen im Wagen, aber niemand... Oh, was ist passiert? Miss Owen ist eine Spionin. Wie es aussieht, hat sie Besprechungen ihres Vaters heimlich aufgezeichnet. Aufgezeichnet? Wie soll das gehen? Sie hat das Grammophon benutzt. So ein Unsinn. Mit einem Grammophon kann man nur abspielen. Es müsste schon von einem Spezialisten umgebaut werden, um... Oh. Was? Ach, nichts. Was haben Sie nun vor? Schüren Sie Feuer im Kamin an, Conroy. Oh Gott, Sie wollen sie verbrennen? Wie eine Hexe? Natürlich nicht. Machen Sie schon. Ich fessle Miss Owen einstweilen. Na gut. Und jetzt? Nehmen Sie die Wachsplatte aus dem Grammophon und werfen Sie sie ins Feuer. Wir müssen Beweise vernichten. Jetzt bin ich aber erleichtert. Sie schmilzt. Oh mein Gott. Sie schmilzt. Oh, natürlich schmilzt die Platte, das soll sie ja. Killjoy, sehen Sie nur. Miss Owens Gesicht. Es schmilzt. Oh mein Gott. Ihr Gesicht zerfließt. Ihre Nase. Sie tropft herunter. Was? Das ist Wachs? Moment mal. Geben Sie mir Ihr Taschentuch, Conroy. Hier. Das ist ja wohl die Höhe. Miss Adler, sie hat uns alle zum Narren gehalten. Oh. Wach auf, Mädchen. Sie boxen Frauen, Killjoy? Tiefer kann man ja wohl nicht sinken. Sie haben Irene geboxt? Ich bin schockiert. Halten Sie den Mund, Conroy. Sie werden bald viel schlimmere Dinge mit Miss Adler anstellen. So entwickelt sich die Sache wenigstens zu unseren Gunsten. Warum? Weil es uns die Fahrt ins Clarendon Hotel erspart.
Sie werden Ihren Auftrag gleich hier ausführen. Gleich jetzt. Aber das Messer, es ist in meiner Tasche. Und... Ich weiß etwas Besseres als das Messer. Etwas viel Besseres. Nehmen Sie das Lampenöl aus dem Schrank. Ich weiß nicht, Mr. Killjoy. Oh, machen Sie schon, Conroy. Oder soll ich Ihrem Vater sagen, dass Sie ein Schwächling sind? Oh Gott, das werde ich mein Lebtag bereuen. Und jetzt? Gießen Sie das Öl über Miss Adlers Kopf aus und verteilen Sie es in Ihrem Gesicht. Was ist denn nun? Tut mir leid, Killjoy, aber das ist zu viel. Wie bitte? Ich bereite dieser ganzen Posse jetzt ein Ende. Das hätte ich schon viel früher tun sollen. Ich befreie Miss Adler. Das wirst du schön bleiben lassen, Jungchen. Halt still! Ein gezielter Schlag und... Bravo, Killjoy. Sie haben den Sohn Ihres Arbeitgebers getötet. Das gibt ein schlechtes Zeugnis. Reden Sie keinen Unsinn, Adler. Der steht gleich wieder auf. In Anbetracht dieser Blutlache unter seinem Hinterkopf bezweifle ich das. Da bestellen Sie statt eines Arztes wohl besser ein Bestattungsunternehmen. Das tue ich. Und zwei Särge bestelle ich gleich dazu. Nur her. Köter, die knurren, beißen nicht. Wie haben Sie die Fesseln gelöst? Mit etwas, das Ihnen völlig abgeht, Mr. Killjoy. Fingerspitzengefühl. Das wirst du büßen, du kleines Miststück. So hat mich schon länger kein Mann mehr genannt. Gleich habe ich dich! Sagte der Hase zum Igel. Verlässt dieses Haus nicht lebend! Und Sie verlassen es nicht trocken! Das Petroleum! Es brennt in den Augen! Wenn Sie nicht einhalten, brennt es gleich noch ganz anderswo. Dann steht Ihr ganzer Kopf in Flammen. Das wagst du nicht, Mädchen. Ich würde es nicht drauf ankommen lassen. Ich brenne! Ich habe Sie gewarnt, Killjoy! Oh Gott! Die gesamte Bibliothek fängt an zu brennen! Schnell raus hier! Oh nein! Oh nein! Das ganze Haus geht in Flammen auf! Sir Johns Anwesen brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die infernalische Hitze zerstörte alles, was sich in dem Haus befunden hatte. Auch die sterblichen Überreste seines Sohnes Sebastian. Nur anhand seines geschmolzenen Siegelrings, der aus den rauchenden Trümmern geborgen wurde, konnte der Yard seinen Tod behördlich feststellen. Von Sir Johns Leibwächter Mr. Killjoy fehlte jedoch jede Spur. 4 Wochen später tauchte neben Mycroft Holmes, der fußläufig unterwegs zu einem Termin am Belgrave Square war, eine große schwarze Droschke mit zugezogenen Vorhängen auf. Oh, Sir John. Welche Überraschung. Steigen Sie ein, Holmes. Befehle nehme ich nur von einer einzigen Person entgegen, Sir John. Der Königin von England. Das ist kein Befehl, sondern ein knapp formulierter Wunsch. Bitte steigen Sie ein, Mr. Holmes. Ja. Sie werden einem gebrochenen Mann, der seinen einzigen Sohn verloren hat,
Eine Bitte nicht abschlagen. Na gut, wenn es nicht zu lange dauert. Wird es nicht. Was ich zu sagen habe, lässt sich in wenige Worte fassen. Kutscher, fahren Sie ein paar Schritte. Also, Sir John, raus damit. Ich spreche offen zu Ihnen, Holmes. Dieses Gespräch hat nie stattgefunden. Sie sitzen nicht in dieser Droschke, ebenso wenig wie ich. Dieser Spruch ist so wenig amüsant wie originell, Sir John. Kommen Sie zur Sache. Ich fasse zusammen, was passiert ist. Sie, Irene Adler und vermutlich auch Ihr Bruder, sowie sein fußlahmer Fälscher, haben einen Komplott geschmiedet, um mich zu diskreditieren. Miss Adler hat mein Haus zerstört, meinen Leibwächter bis zur Unkenntlichkeit entstellt und meinen Sohn getötet. Ich darf richtigstellen, Sir John. Ihr Leibwächter hat Ihren Sohn getötet. Und Miss Adler war zum Zeitpunkt des Unglücks im Clarendon Hotel an der Ecke Albemarle und Bond Street. So, wie ich Ihnen berichtete. Das ist die offizielle Version, aber nicht die Wahrheit. Ich sage Ihnen das hier nur einmal, also merken Sie sich meine Worte gut. Überbringen Sie an Miss Adler meine ergebensten Grüße. Sie hat mir das genommen, was mir das Wertvollste war in meinem Leben. Und dafür wird sie bezahlen. Ich werde jeden, der sie beschützt, der sie unterstützt, der sie versteckt, den sie liebt, den sie zu ihren Freunden zählt, aufspüren und töten. Jeden, ausnahmslos. Vielleicht nicht heute, morgen oder übermorgen. Aber verlassen Sie sich darauf. Der Tag wird kommen. Da bezahlen Sie und Ihre Amateurtruppe für Ihre Widerwärtigkeit. Soll ich jetzt etwa beeindruckt sein? Glauben Sie, Sie sind der erste Verbrecher mit eigener Kutsche, der mir droht? Ich sage Ihnen jetzt mal etwas, Sir John. Sie haben mir gerade einen exzellenten Grund dafür verschafft, all Ihre Geschäfte noch etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Miss Adler und ich werden unsere Anstrengungen verdoppeln. Ihre finanziellen Transaktionen, Ihre Verwicklungen und geschäftlichen Engagements zu untersuchen. Glauben Sie mir, ich freue mich auf den Tag, an dem ich Sie persönlich in Ketten in den Tower geleite, wo Sie auf Ihre Hinrichtung warten. Kutscher, halten Sie an! Anhalten, habe ich gesagt! Ich empfehle mich, Sir John. Einen schönen Tag noch. Oh, Tea Time. Irene Adler, Sonderermittlerin der Krone. Tod im Oberhaus.